Der WM-Kader steht. Sein Kader, mit dem Bundestrainer Henrik Rödel die Basketball-Weltmeisterschaft in China bestreiten wird. Der letzte Cut trifft Isaac Bonga, der 12-Mann-Turnierkader damit komplett. Und sie können die tragenden Säulen einer talentierten deutschen Mannschaft werden, die sich in China viel vorgenommen hat. Natürlich mit dabei die NBA-Profis Maxi Kleber von den Dallas Mavericks und Daniel Theis von den Boston Celtics. Ein extrem guter Athlet und jemand, der von außen wie auch innen scoren kann. Kann, glaube ich, mittlerweile 4, 5 Positionen verteidigen. Insofern jemand, der die Mannschaft auch noch mal besser macht. Und dann ist ein extrem guter Athlet mit einem sehr guten Händchen von außen. Ist sehr smart, auch wie er spielt und bringt seine Füße immer aufs Feld. Und wenn er den Ball hochschmeißt, so wie fast alle unseren Großen, dann schlägt er das Ding auch durch. Der Kapitän spielt in Istanbul. Robin Benzing als Antreiber unverzichtbar. Robin ist ein sehr, sehr guter Scorer. Ist jemand, der sehr kaltschnäuzig ist, gute Entscheidungen trifft, trotzdem auch im Teambasketball gut stattfindet und nutzt seine 2,10 Meter gut aus. Und trotzdem Gesicht und Aushängeschild, Point Guard und Führungsfigur ist und bleibt Dennis Schröder, der Guard der Oklahoma City Thunder. Auf ihn wird es ankommen in Fernost. Er kann den Unterschied machen. Ja, Dennis ist extrem schnell. Er ist unfassbar schnell im Open Court, im Halbfeld. Ein sehr guter Verteidiger, hat sich in seinem Wurf sehr verbessert. Und soll natürlich auch hier eine Führungsrolle einnehmen und ich glaube, er ist auch bereit dazu. Der deutsche Kader für die WM in China steht. Selten hatte die DBB-Auswahl so viel Tiefe und Qualität zu bieten. Am Sonntag geht die Weltmeisterschaft für sie los mit dem Auftaktspiel gegen Frankreich.